Okay, den richtigen Segway haben wir gefunden. Jetzt müssen wir natürlich noch überlegen, wie wir an diesen orangen View Controller herankommen, damit wir dem irgendeine Information übertragen können. Ja, hier nochmal Storyboard. Ne, ist ja wirklich simpel. Unser Button hatte ein Segway zu unserem Orange View Controller. Da ist er. Dem haben wir einen Namen gegeben. Und hier im View Controller Quelltext haben wir gesagt, wir passen mal ab, ob so ein Segway aufgerufen wird. Und wenn das der To Orange View Controller Segway ist, dann wollen wir natürlich hier auch etwas machen. Ja, jetzt müssten wir mal schauen, ob wir denn so einen orangen View Controller auch irgendwie greifen können, ja? Denn dieser Segway hat ja eine Source und ein Target oder auch eine Source, eine Quelle und eine Destination, ein Ziel. So, und das wären doch schöne Begrifflichkeiten. Und jetzt versuchen wir mal festzustellen, ob wir denn tatsächlich auch diesen orangen View Controller, auf den unser Segway zeigt, irgendwie uns hier als Instanz greifbar machen können. Und da kommen wir jetzt wieder in so ein Swift-Thema hinein, so ein bisschen mit den Optionals. Ja, irgendwann müssen wir eben beginnen, uns damit zu beschäftigen. Machen wir es doch hier gleich am lebenden Projekt, an unserer iOS-App und nicht in der grauen Theorie auf irgendeinem Playground. Unser Segway, der als Argument in dieser Methode übergeben wird. Den haben wir ja schon gefragt, ob denn der Identifier der To Orange View Controller ist. Jetzt gehen wir noch eine Stelle weiter und gucken mal, ob er auch auf einen Orange View Controller zeigt und wir den als Instanz bekommen können. Wow, jetzt habe ich euch abgehangen, was? Ach, Leute, gar nicht so schlimm. Einfach mal zugucken, einfach nachmachen. Zerfällt doch alles. Ach ja, es ist wirklich einfach, wenn man weiß, wie es geht. So, if let Orange View Controller gleich, lieber Segway, ich hätte gerne deine Destination und schaut mal, das ist ein UI View Controller, also das Ziel eines Segways ist auf jeden Fall ein UI-View-Controller. Da zeigt er hin. Nichts anderes kann ich ja im Storyboard auch aufbauen, als geh bitte von hier nach dort. Und das dort muss ein UI-View-Controller sein. Also, lieber Segway, gib mir doch deine Destination. Und wenn du eine hast, dann möchte ich bitte, dass die Orange-View-Controller heißt. Aber. Ich möchte nur in diesen If hier hineinlaufen, wenn dein Destination auch ein Orange View Controller ist. Oh mein Gott, sieht jetzt wirklich kompliziert aus, ist es auch. Nein, das muss uns nicht schocken. Was meine ich denn hier? Orange View Controller. Das ist wohl eine Klasse, oder? Stimmt, die haben wir ja sogar selber gemacht. Orange View Controller, da ist unsere Klasse. Unser Segway zeigt auf dem Storyboard auf was? Auf einen View Controller, der aber tatsächlich mit diesem Orange View Controller Quelltext verbunden ist. Also können wir durchaus sagen, das hier ist der Orange View Controller. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Also, das ist unsere Klasse. Unser Segway hat eine Destination. Das war ein UI View Controller. Das konnte Apple wissen. Ja, auf die Basisklasse kann Apple sich ja berufen und sagen, hey, wo auch immer ein Segway hinzeigt, das ist bestimmt ein UI-View-Controller.
Jetzt will ich aber wissen, ist denn diese Destination durch Zufall ein Orange View Controller? Kann das überhaupt sein? Wenn Destination doch ein UI View Controller ist, dann gucken wir nochmal in unseren Quelltext. Ein Orange View Controller ist ein UI View Controller, nur eine spezielle Version davon. Wir können nämlich mehr. Bitte bedenkt unser Beispiel mit der Vererbung im Swift-Bereich. Unser Quader war eigentlich ein Rechteck, konnte nur ein bisschen mehr, hatte nämlich die Höhe und damit die dritte Dimension. Also, lieber Segway, dein Ziel ist ein UI-View-Controller. Aber ist das im Moment tatsächlich ein Orange-View-Controller? Dann gib mir doch genau diese Instanz und ich möchte nicht, dass die Hinz oder Kunz heißt, sondern ich möchte gerne, dass diese Variable hier Orange View Controller heißt. Hier aber, wie es sich für eine Variable oder Konstante in einem lokalen Gültigkeitsbereich gehört, mit einem Kleinbuchstaben. Ja, kleines O, Orange View Controller. Und nur wenn unser Destination ein Orange View Controller ist, bekomme ich automatisch auch diese Instanz in diese Konstantennamen aufgelöst und zusätzlich befinden wir uns noch in diesem Block. Und jetzt fragt ihr ja, Moment mal, da doch das Storyboard nur auf den einen orangen View Controller zeigt, muss ich denn dann zusätzlich noch prüfen, ob der Segway auch ToOrangeViewController heißt? Würde das hier nicht genügen, um zu wissen, yo, hier geht's jetzt zum OrangeViewController, dem kann ich wohl meine Information rüberdrücken? Ja, habt ihr völlig recht, würde reichen. Aber unter Umständen habt ihr ja mehrere Wege zu einem bestimmten Controller und in dem einen muss das gemacht werden, in dem anderen etwas anderes. Deshalb wollte ich euch zusätzlich noch zeigen, wie denn hier noch der Segway Identifier abgegriffen werden kann. Aber wir haben ja Swift. Die most sexiest developing programming sonst was language on the planet, oder? Und da geht natürlich noch ein bisschen mehr. Jetzt machen wir aber erstmal Folgendes. Wir geben dann aus print unser Orange View Controller ist und dann geben wir ihn auch aus string interpolation Orange View Controller und dann schauen wir uns erst einmal an, ob das, was der Frank erzählt hat, auch stimmt. Ein kleines O hatte ich eben noch lang und breit erklärt und Tipps wieder mit großem. Also lassen wir es mal laufen und schauen, was passiert. Da kommt unsere App nach vorne und wir dürfen den Button klicken. Hurra! Also, Prepare for Segway wurde aufgerufen. Auf geht's zum Orangen View Controller. Das hatten wir abgeprüft, weil der Name des Segways stimmt. Und dann unser Oranger View Controller ist, ja, und dann bekommen wir irgendeine Instanz eines Orange View Controllers, der an irgendeiner bestimmten Speicherstelle lebt. Leute, klingt kompliziert, ist es diesmal aber nicht. Die Instanz einer Klasse. Was war das doch gleich? Wir hatten doch unsere Klasse Rechteck gemacht oder unsere Klasse Automobil. Und dann hatten wir doch gesagt, Car1 ist die Instanz eines Automobils oder unser Rechteck ist gleich ein bestimmtes Rechteck mit einer Länge und einer Breite. Die Variable unser Rechteck war dann die Instanz. Und natürlich, im Speicher muss das Ding irgendwo stehen und leben. Und das ist diese Adresse, die wir hier ausgegeben bekommen.
Also, wenn der Segway Identifier to Orange View Controller ist und wenn er tatsächlich auf einen Orange View Controller zeigt, dann will ich hier hinein. Jetzt hatte ich aber irgendwas von Swift und Most Sexiest Programming Language on the Planet gefaselt und gesagt, dass das Ganze auch anders geht. Und das baue ich dann hier für euch mal auf. Ja, das kommentieren wir aus. Ja, braucht ja kein Mensch das Ganze hier so kompliziert, denn Swift ist ja viel eleganter. Zielsetzung jetzt von unserem Prepare for Segway soll sein, ich will eine Konstante Orange View Controller, nämlich des Segways Destination haben, aber nur wenn es auf den Orange View Controller zeigt und to Orange View Controller heißt. Wow! Und jetzt wird's elegant, Leute. If let Orange View Controller gleich, lieber Segway, deine Destination, ist denn das ein Orange View Controller? Und jetzt kommt ein und, ein weiteres if, wenn wir so wollen, Komma, aber nur wenn dein Segway Identifier auch to Orange View Controller heißt. Und wisst ihr was, da machen wir Copy-Paste, dass ich mich nicht vor lauter Aufregung hier noch vertippe. So, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu und wir können, wenn wir wollen, hier auch ein Return drücken, um das so ein bisschen einzurücken, dass diese Bedingungen eben untereinander stehen. Ist aber im Prinzip eine Zeile. Also komm, lass mal nicht hier über Bord gehen. Schreiben wir es einfach mit Komma hin. Xcode bricht ja automatisch um. Und was soll dann passieren? Ich hätte gerne diese Ausgabe hier, dass wir jetzt in unserem Orange, dass wir unseren Orange View Controller haben. Wow. Also, das, was hier unten steht, erst prüfen anhand des Namens und uns dann die Instanz besorgen. Das geht in Swift auch eleganter. Wir besorgen uns die Instanz. A, nur wenn es auf den Orange View Controller zeigt. Und B, nur wenn der Identifier auch to Orange View Controller ist. Klappt das denn noch? Lassen wir es laufen und uns die Sache beweisen. Spannend, spannend, da kommt unser Simulator und da klicke ich auf Orange View und wir sehen, unser Orange View Controller ist und erlebt jetzt auch wieder an irgendeiner Adresse im Speicher. Ha, wow, so, also, ich lasse das mal so stehen, streift ein bisschen das Thema Optionals, streift ein bisschen das Thema Super Luxus if let Zuweisung im if, aber nur wenn ein optional einem bestimmten Wert entspricht, plus zusätzliche Konditionen, um unser if auch zu komplettieren, um die Abfrage zu komplettieren. Ja, ist so, ich hab's jetzt mal erklärt, man lernt nicht alles in dem Moment, wo man das Video einmal schaut. Aber ich glaube, das, was abgeht, habt ihr schon recht gut verstanden.